So, meine Lieben, das ist ein Video von mir wieder vom Dieter. Ja, und ich sag mal so, ich hab da ein paar Impfgegner. Die sollte man anprangern. Ne? Diese Impfgegner, das ist ja furchtbar. Ganz prominente Leute sind die totalen Impfgegner. Und man könnte ja schon sagen, wenn sie Impfgegner sind, sind es bestimmt solche Covidioten und Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker. Also einer von diesen Prominenten ist Mark Zuckerberg. Ne? Der hat jetzt, in einem Video ist es veröffentlicht worden, hat er seine Mitarbeiter da quasi darauf hingewiesen, sich nicht impfen zu lassen. Ne? Weil angeblich sagt der Mark Zuckerberg, das wäre geschädlich. Das ist ja also Wahnsinn. Der sagt, das ist schädlich und seine Mitarbeiter sollen sich nicht impfen lassen. Ne? Das ist ja verrückt. So jemand wie der Mark Zuckerberg sagt sowas zu seinen Mitarbeitern. Ne? Und dann die Mitarbeiter, der türkische Chef da von der BioNTech, der ist auch Impfgegner. Ja, der lässt sich und seine Mitarbeiter nicht impfen. Ich finde das eine Sauerei. Da sollte man doch da staatlich dagegen was machen können oder so, oder? Auch die Mitarbeiter von Pfizer werden nicht geimpft. Ne? Ganz klare Geschichte. Die sagen, das sind die Impfgegner. Den muss man doch einen gar ausmachen, muss man doch denen. Das sind ja Prominente, wenn die jetzt sagen, hier keine Impfung. Ja? Ich finde, das ist eine Sauerei. Das muss weg hier. Ja? Und der Bill Gates lässt seine Kinder nicht impfen. Der lässt die gar nicht impfen. Das ist ja voll der Impfgegner. Ne? Der hat sogar was gegen Tetanus und Tollwut und Kinderlähmung. Und so. Die Kinder von Bill Gates sind überhaupt niemals geimpft worden. So ein Impfgegner, das muss doch aufhören. Ne? Sag ich jetzt mal. Ich finde, gerade die sollten doch Vorbild machen sein. Und beim Lanz war jetzt einer von der STIKO. Von der Ständigen Impfkommission. Und der ist zwar nicht in dem Ausschuss angeblich gewesen, die Impfung befürwortet haben, aber der sagt auch, er würde seine Enkelkinder oder seine Enkelkinder, sagt er seiner Familie, die sollen sie nicht impfen. Ne? Es ist doch unverantwortlich, sowas. Oder zum Nachahmen gibt. Ne? Weiß man ja nicht, ne? Jo, ne? Abonnieren, liken, teilen. Ganz wichtig. Bis die Tage, ich komme wieder, keine Frage. Euer Dieter, ich bleib am Ball. Bis denne.